Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind wieder hier dabei. Was ist denn hier los? Ein Feind ist in der Nähe eures Dinges aufgetaucht. Das klingt sicher sehr falsch. Was war denn jetzt beim letzten Mal? Wir haben Sparta eingenommen. Kronos eingenommen. Edinburgh ist mit uns im Krieg. Quebec ist da drüben noch. Oh, haben wir hier viel Öl, ey. Wir gehen erstmal auf nächste Runde, wir können anscheinend nichts mehr machen und ich schau mal, was hier gleich passiert. Friedensvertrag für 10 Runden, oh, können wir gerne annehmen, das stört mich gar nicht. Zurück. Ich habe Frieden mit Alexander geschlossen, der ist irgendwo da unten noch, der kann machen, was er will. Okay, meine Freunde, wir haben ja anscheinend ein bisschen was falsch gemacht, was das Map-Erstellen anging, haben wir ja schon mal geklärt gehabt. Was haben wir jetzt hier? Ein Jäger, der kann auf jeden Fall dahin auswandern. Stellungswechsel, da. Bauernhof ist hier. Okay, hier fehlt noch eine Straße, die kann man danach machen. Produktion wählen. Ich wäre dafür, dass wir jetzt beginnen. Ach ja, kann man noch sowas machen. Okay, gut. Ich möchte auf jeden Fall diesen Kontinent jetzt hier einnehmen. Dazu zählt natürlich, dass wir hier diese ganzen kleinen Länder reinplatt machen, die hier noch sich befinden. Produktion wählen. Und dann uns auf die Seeschlacht vorbereiten langsam. Dass wir da und die Feinde schon abwehren können, bevor sie kommen und dann langsam einmarschieren über hier drüben einfach oder vielleicht ran mal auch komplett einmal durch feindliches Gebiet. Einheit benötigt Befehle, dann bauen wir hier mal das, dann bauen wir hier das und dann geht es zur nächsten Runde. Momentan machen wir es, ein Ölbohrturm, okay. Momentan machen wir es wie immer, wir bauen erstmal jetzt hier das Land aus, bevor wir weiterziehen, weil sonst wird es am Ende zu viel und wir kommen nicht mehr mit. Nächste Runde. Und momentan sollte uns keiner gefährlich werden. Wir haben mit niemandem Krieg momentan, außer mit dem dafür werdet ihr bald bezahlen. Das interessiert mich nicht. Er kann mich denunzieren, wie er möchte. Ich besitze so ziemlich alles, was ich will, Schrägstrich brauche. Und wir müssen jetzt bis aufpassen, dass weil wir hier ziemlich... Leute, das Uran. Oh, fuck. Produktion wählen. Ein Funkturm haben wir hier noch. Und eine Burg könnte ich dann noch bauen. Ein bisschen mittelalterlich, aber okay. Abfangen. So. Ihr könnt mal hier rüber gehen und da noch eine Straße bauen. Ein Ding bauen. Ihr könnt darüber gehen und mal noch was bauen. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich hier auch alles mache, weil das ist ein so ziemlich karge Landstreifen hier. Das ist alles Feindesgebiet. Was können wir da noch bauen? Bauen wir hier mal eine Festung hin? Warum auch nicht? Hier wollte ich eine Straßenbahn bauen. Eine Straßenbahn fallen. Na gut. Einheit modernisieren und nächste Runde. Ölturm. Jetzt kann ich da doch einen Ölturm hinbasteln. Ach, das ist daneben. Ach so, okay. Auch hier ein Ölturm. Der müsste eigentlich schon fertig sein. Na gut. Wir sollten auch bald wieder ein neues goldenes Zeitalter haben. Wir sollten auch bald wieder eine neue Politik wählen können. Obwohl, mit der Politik sind wir eh schon fertig. Das ist irgendwie nur noch so hin und her gelabert. Keine Ahnung, was das soll. Belagerung und gezielter Angriff. Und dann, was ist das eigentlich? Ein Bomber. Okay, dann, Luftangriff, nichts tun. Also ich hätte was anderes nehmen sollen. Egal, du schläfst jetzt einfach mal eine Runde. Und ihr... Hier ist gemacht. Da ist alles fertig. Hier drüben fehlt noch das da. Produktion wählen. Ein Arsenal. Produktion wählen. Eine öffentlich das da. Und eine nächste Runde. Wollten die da nicht schon seit Ewigkeiten einen Ölturm basteln? Na gut, hier rüber. Die bauen da noch eine Mine. Links.
Hier wurde da auch schon mal was passiert. Ich verraff das nicht, warum man manchmal dreimal, viermal klicken muss, bevor irgendwas passiert. Aber na gut. Nächste Runde. Vor allem ist hier übel viel Öl, ey. Das ist richtig krass, wie viel Öl sich hier befinden. Ich kann mal hochscrollen, da sieht man das ein bisschen im Überblick. Öl. Also rohstoffmäßig sind wir hier ein kleines Russland. Obwohl, sie sind ja ganz schön groß eigentlich schon. So, ich gehe mal ein bisschen raus wieder. Produktion wählen. Ah, hier oben. Monument. Alter, ich habe 4000 Gold. Lol. Kauf. Hey, Kauf. 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 Kann ich mir nichts verkaufen? Meine ganze wird das Gold weg. Nein. Okay. Produktion wählen. Bauen wir meine Werkstatt. Zurück zur Karte. Das war nicht schlecht. 4000 Gold. Ey, alter Schwede, haben wir viel Kohle. die lassen sich dann mal schlafen, weil irgendwie können die nichts anderes machen. Die gehen jetzt hier rüber und bauen da eine Straße. Die gehen dann hier rüber und bauen da eine Straße. Die gehen hier rüber und bauen keine Straße. Was machen die? Ist das eine Uranmine? Ja, das ist eine Uranmine, gell? Genau. Ist auch alles mit Schienen verbunden. Dann gehen wir mal hier runter, weil hier sind keine Schienen. Ich kann sogar bauen, ey. Das ist richtig krass mit den Schienen, ey. Sieht ein bisschen abstrakt aus, dass die Schienen so, ich glaube, 3-4 Kilometer breit sind, aber egal, ist eine große Eisenbahn, ne? Auf zur nächsten Runde. Wir befinden uns im Jahr 2021. Das heißt, wir sind schlecht in der Zukunft. So könnte Rom in 7 Jahren aussehen. Oder auch gar nicht. Leider, nein, leider gar nicht. Da oben haben wir noch hier mal gebaut. Hier ist auch schon was gebaut. Da fehlt noch. Und da fehlt noch. Und auch hier fehlt noch. Produktion wählen. Der Eiffelturm haben wir noch nicht. Einer benötigt Befehle. Die können eigentlich hier eine Straße hinbasteln dann. Und nächste Runde. Okay, gut. So. Nächste Runde. Lalalalalala. Griechenland hat England. Die haben aber echt Probleme, die Griechen. Weißt du, die wurden vollkommen vernichtet, aber haben es immer noch nötig, irgendjemanden zu denunzieren. Habe ich eigentlich noch besetzten Städtemangel? Ja, Sparta ist anscheinend noch besetzt und ich glaube beide sind noch besetzt. Universität. So, da. Produktion wählen. Da. Und Produktion wählen, Bank. Produktion wählen, Bibliothek. Und nächste Runde. Ah, okay, hier haben wir noch einen Ölturm, den wir bauen können. Ja, ich würde gerne einen Ölbohrturm hier haben. Ihr macht natürlich da noch. Es gibt irgendwie so zwei Runden. Ich glaube, es gibt so diese normale Runde, dann gibt es nochmal diese Bestätigung. Warum ist hier feindliches Gebiet auf einmal? Habe ich was verpasst jetzt, oder? Ich bewirtschafte gerade das feindliche Gebiet, warum nicht? Okay, ich bin auf jeden Fall ein sehr großzügiger Feind, das ist, das steht schon mal fest. Dann lass ich die mal schlafen. Produktion wählen, Börse, Politik einführen,
Große Persönlichkeit und Spezialisten. Autokratie habe ich anscheinend momentan. Verwundete Militäreinheiten richten 25% mehr ein. Warum nicht? So. Warum denn nicht? Schließen. Und nächste Runde. Ah, die wollen ja nochmal die Bestätigung haben alle. So, und damit sind die neuen Teile auch schon wieder erschlossen. Und wir starten jetzt wirklich die nächste Runde. Und ich würde sagen, als nächstes ist Quebec erstmal dran. Oder Quebec oder Quebec oder Quibibibi oder irgendwie sowas in der Art. Eingenommen zu werden. Das war eine übelst gerade Küste hier, guck mal hier. Die Küste ist übel gerade. So, die schlafende Runde, die schlafende Runde, die schlafende Runde, die schlafende Runde, die schlafende Runde. Produktion wählen. Kernkraftwerk kann ich nicht bauen. Ach, weil kein Uran in der Nähe ist. Alles klar. Dann bauen wir halt das da. Produktion wählen. Pentagon, Produktion wählen. Burg, Produktion wählen. Krankenhaus, Produktion wählen. Militärstützpunkt, Produktion. Ah, nächste Runde. Okay. Das habe ich ihnen, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal aufgetragen, dass sie dann Dings bauen sollen. Aber okay. Leute, guck mal, die haben noch Kanonen. Quebec ist ein bisschen behind. Gut, okay. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Ermöglicht den Bau des Kampfpanzers einer sehr schnell und mächtig gepanzerten Einheit. Ermöglicht zudem den Bau des Düsenjägers, der mächtigsten Jägereinheit im Spiel. Alles klar. Und weil wir heute so friedlich sind, da haben wir uns gedacht, wir vernichten mal schnell das Gegnerteam. Da, 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 da. Tarnung, fortgeschrittene Raketentechnik sieht gut aus. Alles, was Boom macht, sieht gut aus. Oh, wie oft soll ich das denn noch anklicken? Seht ihr das? Das ist mega penetrant. Was ist das? Kauf. So. Hab wieder ein bisschen gekauft. Produktion wie in Elysium, da habe ich jetzt natürlich kein Militär benötigt. Hier kann ich Militär bauen, allerdings ist hier auch noch sehr groß, dass ich hier nichts habe. das ist doch behindert. Nächste Runde. Ja, schön gut. Überlege gerade echt, wie ich jetzt angreife. Oh, die Völker mit den spitzesten Stöcken. Hui. Einheitenliste. Na, ein bisschen was habe ich schon noch. Das ist, also wenig habe ich nicht. Aber ich will natürlich ungern die Panzer aus den Städten rausholen. Deswegen gucke ich gerade, ob ich noch woanders stehen habe. Aber anscheinend nicht, und ich kaufe mir jetzt einfach mal einen Panzer. Wie viel kosten die Panzer? Panzer kostet 650. Und der Züge 5, Stärke 80.
Züge 5... Oh, der ist ja richtig heftig, der Panzer. Da brauche ich Aluminium wieder. Habe ich Aluminium? Aluminium. Nein, ich habe kein Aluminium. Wo gibt es denn Aluminium? Alu? Alu? Alu, 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 Alu? Hä? Was ich mir auf jeden Fall auch holen muss, ist, Kauf. Arbeitsboot. Geht es hier auch zufällig? Nee, gell? Bis Angriff? Nein. Produktion wählen in Florenz. In Florenz können wir doch einfach mal... Ach Chris, ich baue jetzt einfach... Was, ich bin hier... Bin ich hier schon fertig mit? Nee, ist ja auch noch übelst viel zu bauen. Okay, alles klar. Produktion wählen, Militärkaserne, Produktion wählen. In Sparta, da kommt auf jeden Fall jetzt einmal mal ein Panzer gebaut. Komm, wir bauen jetzt mal einen Panzer. Yay, ist ja endlich das Ding fertig gebaut. Aber gut, wie lange ich brauche, bis ich dann... ein einfaches... Ach egal, vergesst das einfach. Ich bin raus. Erstens habe ich die Nacht durchgemacht und zweitens hatte ich gerade ein Gespräch mit einem LP. Ich weiß nicht, ob ihr einigen LP Blendip was sagt. Bootjäger, Fallschirm. Was kaufe ich mir jetzt? Ein deutscher Kampfpanzer. Das habe ich jetzt nicht in dem Auge. Nein, das habt ihr falsch verstanden. Nee, ich habe gerade mit jemandem von dem Team LP Blended geredet. Und zwar findet da ja bald eine Aktion statt am 6. Oktober. Wo verschiedene Let's Player sich untereinander sozusagen die Abonnenten austauschen können. Damit die Abonnenten einfach mal ein bisschen was sehen, rumkommen und gucken können. Okay, da gefällt mir vielleicht ein Let's Player oder so. Und da geht dann am 3. Einer benötigt Befehle. Das ist ein... Achso, das ist Arbeitsboot. Es geht dann da los an dem Tag. Kann ich mir sonst kaufen? Ja, super. Und ja. Das könnte alles dazu kommen, aber später, da kommt dann auch ein extra Video bei mir raus. Sieht voll geil aus, die Plattform. Ja, und da bin ich mal gespannt, was daraus wird, wie das sich so verhält. Hab bei sowas noch nie mitgemacht, das erste Mal, dass ich auf sowas angeschrieben wurde. So, gleich wieder ein neues Arbeitsboot kaufen. Produktion wählen. Artillerie, Kernkraftwerk geht nicht. Weltwunder kann ich auch keins bauen, also bauen wir ganz einfach Panzer. Wenn man nichts mehr machen kann, dann einfach mal Panzer bauen. Panzer sind gut. Lasst euch auch nicht von euren Eltern erzählen, Kinder, dass Panzer böse wären. Panzer sind einfach toll. Wie mein Fahrlehrer schon zu mir sagte, das sind 1,7 Tonnen. Wenn das rollt, dann rollt das. Damit ist jetzt natürlich kein Panzer gemeint, der wiegt keine 1,7 Tonnen. Es sei denn, ihr habt einen Spielzeugpanzer. Keine Ahnung, wie viel wiegt denn so ein Panzer? Bestimmt 12 Tonnen, oder? Ich glaube, die wiegen ungefähr so 12 Tonnen, so ein Panzer. Militärstückspunkt. Okay, Produktion wir. Ach, ein Arbeitsboot, okay. Das geht dann jetzt mal ja hoch, das Arbeitsboot. Da. Das da geht dahin. Baut eine weitere Ölplattform. Oh, wie viel Öl wir hier haben. 44 Öl. What the fuck? Meine Freunde, das ist doch einfach mal un... Stadt vernichten. Okay. Produktion wählen. Kann ich denn... Ja, hier können wir zum Beispiel noch einen Funkturm bauen. Yay, Produktion wählen. Dann können wir hier noch eine Münzanstalt machen. Nächste Runde. Habe ich hier... Oh, das ist ja nochmal was zum Fischen. Oh mein... Und das ist ja nochmal... Oh, das ist ja heftig. Und das ist nochmal... Ne, die habe ich schon benutzt. Ne, die habe ich schon. Okay. Also erstmal der dahin und der baut eine Fischerei. Dann das dahin. Dann baue ich hier auch noch ein Arbeitsboot. Produktion wählen. In Korinth können wir bauen. Oh Mann, ich brauche das Aluminium noch dazu, das ist scheiße. Produktion wählen.
Produktion wählen. Boah, hier brauche ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen was zu bauen. Nächste Runde.